Weserbrücke ist über Dresden hinaus als blaues Wunder bekannt. Aktuell erleben Verkehrsteilnehmer in Dresden auch ein Wunder. Aber in Gelb, beziehungsweise in Weiß. Denn die Dresdner Verkehrsbetriebe wechseln ihre Haltestellenschilder aus. Bisher waren sie komplett gelb. Das basiert auf unserem Corporate Design, was so etwa Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Es orientiert sich an den Dresdner Stadtfarben, die ja schwarz-gelb sind oder gelb-schwarz. Und diese Farbgebung mit dem gelben Farbton, das ist auch die Farbe unserer Fahrzeuge, das hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert in der Dresdner Bevölkerung. Seit 30 Jahren strahlt das grüne Haar in Dresden vor gelbem Hintergrund von den 1600 Haltestellen. Das war jahrelang völlig in Ordnung. Denn in der Straßenverkehrsordnung hieß es unter § 39 Absatz 4, Verkehrszeichen können auf einer Trägertafel aufgebracht sein. Die Farbe der Trägertafel war egal. Aber jetzt haben die Verkehrsminister die Straßenverkehrsordnung geändert. Dort heißt es nun, Verkehrszeichen können auf einer weißen Trägertafel aufgebracht sein. Ganz praktisch zur Folge hat es, dass wir den oberen Teil unserer Stelen austauschen müssen mit neuen Trägertafeln. Man sieht es im Hintergrund noch, da haben wir das alte Design, also das bisherige Gelb. Und im Vordergrund haben wir das neue Design. Ja, das ist wurscht, würde ich sagen. Das ist mir völlig egal, kann alles so bleiben. Das grüne Haar auf gelbem Grund ist eine Haltestelle. Und ob das nur weiß oder gelb drumherum ist, ist da eigentlich egal. Aber nein, die oberste Verkehrsbehörde von Sachsen stellt klar, dass das nicht dasselbe in grün, weiß ist. Im Sinne der Erkennbarkeit sind Verkehrszeichen auf weißen Trägertafeln aufzubringen. Genau, es geht ums Erkennen. Das geht so gar nicht. Also in der Zeit, in der ich im Unternehmen bin, und das sind schon viele Jahre, habe ich noch keinen Fall gehabt, in der die Fahrgäste gesagt haben, wir haben die Haltestellen nicht gefunden. Haben Sie die Haltestellen früher trotzdem gefunden, als sie noch gelb waren? Ja. Aber nein. Ein Wechsel muss sein. Also der Austausch insgesamt kostet rund 300.000 Euro. Eine kleine Wechselgebühr. Geldverschwendung. Ja, wir haben's doch. Geld her, damit Gelb wegkommt. Zumindest finanziell erleben die Dresdner Verkehrsbetriebe doch noch ein blaues Wunder. Hallo, ich bin Christian und studiere Kulturwissenschaften im 57. Semester. Und ich habe ein Gedicht mitgebracht. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Warum nicht in der Mediathek? Extra 3 Schau.